Gestern bei McFit abgemeldet. Was ist denn los? Warum das denn? Mission erfüllt. Du siehst aus wie halber Hering. Was ist los? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Ghetto News. 10 vor 8 am Samstag, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhne. Jetzt, ihr erfährt wieder den Wichtigsten von Woche. NSA, er hat wahrscheinlich den Handy von Merkel bewacht, ich schör. Es ist noch nicht ganz klar, aber Ghetto News weiß von sicherer Quelle, dass es so war, ich schör. Merkel soll übertrieben häufig bei Internet gewesen sein und die Seiten, wo sie am meisten war, sind hornbach.de und die Seite von Werder Bremen. Eigentlich Merkel, sie ist gar kein Werder Bremen-Fan, deswegen NSA zerbricht sich Kopf, ob vielleicht ihr Mann über ihren Handy bei dieser Seite war, weil er heimlich Werder Bremen-Fan ist und sein Handy kein Internet hat, ich schör. Zu diesen Situationen jetzt live zugeschaltet ein NSA-Mitarbeiter. Sein Name, wir dürfen ihn nicht verraten, er meinte, wir sollen ihn nur Josh nennen. Was geht ab, Digga? What's up, Josh? They can hear you? There. In your studio? Yes, but where? Where can hear me? Are you crazy? Everyone can hear you, they observe your studio. Not only NSA, but also government, FBI, CSI, CNN, RMB. What want they from me? They want to control your mind. I was just joking, man. You have me forced. Not bad, man, not bad. Oh, wait, there's something coming in. Oh, Putin is eating a sausage in his motherfucking garden. Hey, Josh, what can you mean over the handy from Merkel say? Has she, you know, dirty SMS with her man? Oh fuck, yes, she has, but it's so ugly I can't tell. Only one thing, Merkel calls her man in text messages, Black Dove. Oh Josh, tell me more, please. Okay, Merkel and her man bought a salamander. Merkel called it the Grüne Befriedigung. So she took the salamander in front of her vagina. And you know what salamanders do, Augie? Blah, 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 blah. Hey, okay. Das reicht, Digga. It reaches, Josh. Much thanks. Oh, there's something coming in again. Vielen Dank an NSA-Mitarbeiter Josh, ich schör. Berliner Flughafen, er wird immer mehr zu große Tragödie, ich schör. Jetzt der Chefbauarbeiter, er meinte, er wird über 5 Milliarden kosten, aber diese Aussage von ihm, er war wahrscheinlich großer Lüge. Zwei Piloten, die sind letztens heimlich nachts über Zaun vom Flughafen geklettert und haben mit Messgeräten herumbeschnüffelt. Sie meinten bei Twitter, der Flughafen wird bei frühestens 2038 fertig sein und er wird 135 Milliarden kosten, ich schör. Außerdem, sie meinten, ein Landebahn, er ist falsch schon gebaut und Toiletten, sie sind nicht bei Wasserleitung angeschlossen, ich schör. In Fukushima gibt es wieder Umweltverschmutzung, ich schör. Bei den Behältern, die Atomwasser speichern, es hat raufgeregnet und der Atomwasser ist übergelaufen und in Meer rein. Bei Vergangenheit, es sind schon ungefähr 50 Liter bei Meer gelaufen, deswegen viele Fische bei Umgebung, sie haben psychische Krankheiten bekommen, ich schör. Einige sollen sogar gespaltene Persönlichkeit haben, ich schör. Zu diesen Situationen jetzt live zugeschaltet unser Ghetto-Korrespondent. Hier ist Musti. Was geht ab, Digga? Wo bist du dann? Köln, Digga. Korweiler. City Center. Digga, frag die Leute, was sie von Fukushima halten. Machen sie sich Sorgen? Ja, okay. Hey, was? Was sagst du zu Fukushima? Machst du dir Sorgen? Oh Junge, nerv mich mal nicht. Mein Freund hat gerade mit mir Schluss gemacht. Willst du mich ficken? Was? Willst du mich ficken? Dann kann ich mich an ihm rächen. Nein, also ja. Na ja, also nicht jetzt. Was sagst du denn zu Fukushima? Machst du dir Sorgen? Was ist denn Fukushima? Ja, so mit Reaktor und so Atomkraft so. Sie machen Strom, ne? Ja. Willst du mich jetzt ficken oder nicht? Ja, okay. Ja, dann hau die Stampe weg, Musti, ich schör. Und jetzt, wir kommen zu den Kurznachrichten meiner Kollegen Gangster-Styler Princess, ich schör. Liliana Matthäus, sie wollte ihren Kleid von damals mit Lothar versteigern, aber keiner wollte ihn haben, was los? Ganz ehrlich, in diesem Kleid hat eine Schlampe geheiratet, die einen hilflosen Promi ausgenutzt hat, damit sie selber Promi wird. Wer traut sich denn so ein Kleid? Außerdem, Lilianas Schweizer schenkt nach Farbe und geht nie wieder ab, was los? Der Grünspecht, er ist zu Vogel des Jahres 2013 gewählt worden. Was ist los? Ich habe von diesem Vogel noch nie gehört, aber Hauptsache, dass Fledermäuse nicht gewonnen haben. Was ist los? Raffaello van der Vaart und Sabia, sie kriegen Kind. Was ist los? Ja, jetzt hast du, was du wolltest, du Schlange, Sabia, ne? Wenn ich Mann sein würde bei so einer Frau, ich würde mir über Kondom noch Winterhandschuhe draufziehen. Was ist los? Uli Hoeneß, er kommt nicht ins Gefängnis, obwohl er in Steuern gezogen hat. Was ist los? An alle, die jetzt rumheulen, warum andere und er nicht? Ganz ehrlich, Uli Hoeneß, er ist einer von den hübschesten deutschen Männern. Vielleicht nicht mehr jetzt, aber früher war er richtiges Übermodel. Mua, was ist los?
Nächste Nacht, Uhr wird eine Stunde zurückgedreht. Was los? Dreht ihn auf keinen Fall vor. Letztes Jahr, ich habe Aussehen gemacht und ich war am Montag 2 Stunden zu früh bei Bewerbungsgespräch bei Douglas. Ich stand ganze Zeit vor Laden im Regen, meine Schminke ist weggelaufen, deswegen die Missgeburt und sie haben ihn nicht genommen. Was los? Das waren Kurznachrichten und jetzt gibt's noch den wichtigsten von Kultur, ich schwör. Letzte Woche in Deutschland, es sind 46 neue Wettbüros eröffnet worden, ich schwör. Von diesen 46 Wettbüros, 28 sind Geldwaschmaschinen für Puffs. Dafür 25 Bücherhallen, sie wurden geschlossen, ich schwör. Man kennt den Grund nicht genau, aber es gibt den Gerücht, dass die Besitzer von diesen Bücherhallen beleidigt sind, dass die Bücher, die sie verliehen haben, nicht ihre eigenen sind, ich schwör. Deswegen aus Protest, sie wollen jetzt ihren eigenen gemütlichen Buchhandlung aufmachen, ich schwör. Und jetzt, willkommen zu den Wetter, hier ist Norbert Hückeswagen. Ach, was war das lecker Wetter diese Woche, ne? War ich schön im Park gewesen, haben den ganzen Schlampen schön auf den Arsch geklopft. Diese ganzen jungen Hühner verdrehen mir den Kopf. Jetzt kommt allerdings der Herbst und ist bereit, Deutschland die Faustarme so richtig tief in den Anus reinzustecken, ne? Gut, Ron, ich lass mich jetzt hier nicht von dir provozieren, du Arschloch, ne? So, ein Tipp habe ich noch für die ganzen Kerle jetzt bei diesem Dreckswetter. Schön ins Hallenbad mit Schnorchel und Taucherbrille, denn da unten ist der Ausblick auf die ganzen Säue immer noch am schönsten. Vielen Dank nochmal, Türkiswagen, und die nächsten Ghetto-News. Ihr erfährt wieder nächstes Samstag, 10 vor 8, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensinnigen. Sure. Haut rein, Leute, hatte. Was findest du noch mein Körper nicht perfekt? Guck doch meinen Brustkorb. Dein Brustkorb ist in Ordnung, aber was machst du mit deinem Gesicht? Findest du auch oder nicht?